Kirle, Bastelzeit, und heute geht es mal wieder so ein bisschen um Energiemonitoring. Ja, ich habe ein Gerät, da möchte ich wissen, wie viel Strom braucht denn das? Es ist ein einphasiges Gerät, es ist 230 Volt, es ist maximal 16 Ampere, das heißt, die Sache sollte ja eigentlich relativ einfach sein. Sollte man meinen, aber ihr kennt mich ja, bei mir ist nichts ganz so einfach. Nun, die einfachste Variante wäre wahrscheinlich einfach hier so ein Zwischenstecker. Den steckt man in die Steckdose, macht dann vorne den Stecker von der Anlage rein und sieht, wie viel Strom das Ding gerade braucht. Sache ist, erfüllt nicht ganz meine Anforderungen, denn dieses Gerät, was ich messen möchte, das hat einen Ablauf, und je nachdem, wo es im Ablauf ist, braucht es unterschiedlich viel Strom. Das heißt also, ja, ich möchte schon gerne ein paar Grafiken haben. Auch dafür habe ich eine relativ einfache Lösung. Hier so wunderschöne Zwischenstecker, die Funk haben. In dem Fall hier Zigbee, gibt es auch mit WLAN. Hängt man dann an die App vom Hersteller, an den Home Assistant, an, direkt an Influx und Grafana oder was sonst irgendwas. Damit wäre das wirklich sehr, sehr schön schnell zu lösen gewesen. Aber es gibt natürlich dann noch eine Komplikation. Denn das Gerät, was ich messen möchte, das wurde als Ersatz für ein Gerät, was da vorher stand, eingebaut. Das Gerät, was vorher stand, ja, das war ein dreiphasiges Gerät. Yay. Das heißt also, da ist eine Dreiphasendose. Und eigentlich ist das ja überhaupt kein Problem, rein technisch gesehen. Denn wenn wir uns mal hier so einen wunderschönen CEE-Stecker, wie wir sie für dreiphasig heute benutzen, angucken. Na, das ist ja im Prinzip nichts anderes als drei Steckdosen. Ja, ich weiß, Schieflage und so weiter ist ja gut, aber technisch gesehen, wenn wir es ganz grob vereinfachen, holen wir uns hier eine Phase, holen uns den PE und holen uns den N, und wenn wir die dann entsprechend verbinden, dann haben wir eine Stromversorgung, mit der das Gerät läuft. Die anderen beiden Phasen ignorieren wir einfach. Könnten, wenn es halt ein CEE-Stecker wäre. Denn das Gerät, was vorher da stand, war schon älter. Und wie gesagt, man will keine Elektroinstallation anpacken, weil Elektroinstallation anpacken heißt meistens die komplette Elektroinstallation neu zertifizieren. Und entsprechend, wenn man ein neues Gerät bekommt, ist es dann einfacher, das Gerät, was ohnehin ja neu zertifiziert werden muss, gerade mit einem neuen Stecker auszustatten, als die Steckdose zu tauschen und die komplette Hausinstallation neu durchmessen zu lassen oder was auch immer da notwendig ist. Fragt die Elektriker, die haben da unterschiedliche Ideen, je nachdem, wie man fragt. Yay, Standards. Also, ich sage ja schon, CEE ist nicht dran, es ist ein älterer Stecker dran. Und zwar der hier. Ja, der gute alte Berelex. Dieser Stecker, der ist schon ein paar Jährchen älter, ist ein deutscher Standard. Aber soweit mir bekannt ist, ist er tatsächlich heute noch zulässig. Das heißt, selbst wenn man jetzt hier nochmal das Gerät tauschen würde, wäre es rein rechtlich wohl möglich, wieder einen Perelex-Stecker draufzusetzen und zu sagen, jo, passt, das ist so zertifiziert und wir müssen sonst nichts anpacken. Also zumindest, wenn der Rest der Anlage noch okay ist. Und nein, es gibt keinen Bestandsschutz, wie letztens nochmal jemand so schön in dem Vortrag erwähnt hat. Nun gut, also Perelex brauchen wir. Die Sache ist, ich möchte A, die Steckdose nicht anpacken und B, das Gerät nicht anpacken, weil beide sind halt zertifiziert. Das heißt, ich brauche offensichtlich sowas hier mit Perelex. Ich habe die dumpfe Befürchtung, wenn ich da so bei den üblichen Shops aus China gucke, werde ich da eher nicht fündig, und ich gehe sehr stark davon aus, dass auch bei den deutschen Herstellern ein Zigbee-Perelex-Zwischenstecker eher selten ist. Okay, gehen wir einen anderen Weg und machen das Ganze dann lieber mit WLAN. Denn da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Einen Stecker habe ich ja schon. Fehlt nur noch irgendwas, was messen kann, und die andere Seite. Ja, das, was messen kann, da habe ich zum Glück noch was in der Hinterhand, nämlich das hier. Das ist einer meiner magischen Kästen, mit denen ich schon mal was gemessen hatte. Wie man sehen kann, nicht unbedingt an einer sauberen Stelle. Es ist am Ende einfach nur so ein Shelly 1PM. Das ist ein WLAN-Modul, welches in der Lage ist, theoretisch die Last an- und auszuschalten bis 16 Ampere. Ja, tatsächlich bis 16 Ampere angeblich. Und der misst aber auch den Strom. Die Dinger hier, die betreibe ich mit Tasmota, also einer Custom Firmware. Und das ist im Prinzip technisch erstmal soweit okay. Das heißt, wir können einfach den hier an das Eingangskabel machen
Und dann brauchen wir noch ein Ausgangskabel mit einer Perilex-Steckdose. Uff. Ja, sowas hatte ich nicht rumliegen. Den Stecker, den habe ich glücklicherweise noch hier gefunden. Aber ich hatte keine Buchsen. Heißt, ich musste mal kaufen gehen. Und ich hatte die Auswahl zwischen einer überteuerten Perilex-Buchse oder einer überteuerten Perilex-Buchse mit Kabel und Stecker dran. Ich bin für Letzteres gegangen. War nicht wirklich viel teurer. Das hier ist es geworden. Das ist ein Adapterkabel eigentlich von einem 16 Ampere CEE-Stecker. Das müsste ja dann, ja, ist derselbe. Auf eine Perilex-Buchse. Yay! Gut, den Stecker brauche ich nicht. Aber hey, ich habe ein schönes, dickes Industrial-Kabel. Ist das irgendwas, was man kennt? H07RN-F müsste die Bezeichnung sein. Mal gucken, ob das irgendwas ist. 90 Grad Kabel sogar. Okay, ich glaube, die Standards sind nur bei 70. Aber was viel wichtiger ist, hier am Ende ist eine Perilex-Buchse dran. Perilex selber passt dann hier auch da rein. Das Ganze hat hier eine Aussparung, dass es nur in eine Richtung reingeht. Und wenn wir hier den Stecker holen, dann sollte sich der hier einstecken lassen. Und, oh, okay, sollte. Tut nicht. Ist da was verbogen? Eigentlich sieht es okay aus. Ah, jetzt. Ist nur einfach ein bisschen neu. Ja, so neu, wie es halt für Perilex geht. Aber, wie wir sehen können, Stecker passt, Buchse passt. Das heißt also, ich kann mir jetzt hier einen Zwischenstecker für Perilex bauen und dann damit hoffentlich das Ganze messen. Warum ich gerade so gezögert habe? Wieso geht denn der überhaupt ab hinten? Ich habe noch kleine Schraube, glaube ich, entfernt. Ich hoffe, die Schrauben sind hier noch drin, sodass ich nicht anfangen muss, welche zu suchen. Die Schrauben sind noch drin. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Bastelstunde. Bauen uns mal einen Zwischenstecker. Wie immer, das Ganze ist etwas für Leute, die grob wissen, was sie tun. Und wenn sie keine zuständigen Leute sind, dann eigenes Risiko und so weiter. Ich bin relativ confident, dass ich das hinbekomme in einem sicheren Variante, denn es ist halt ein fertiger Stecker, es ist eine fertige Buchse und wenn hier der Deckel drauf ist, ist das Ding halt auch berührgeschützt, also da sehe ich jetzt relativ wenig Probleme, auch wenn es offiziell halt Starkstrom, Drehstrom, wie auch immer man es nennen will, ist. Im Sinne von, wir haben alle drei Phasen anliegen, zumindest theoretisch. Wir benutzen zwar nur eine, aber ich schätze, dass bei den anderen beiden trotzdem eine Sicherung drin ist und dann zumindest hier am Stecker auch Spannung anliegen würde. Brauchen wir natürlich dann am Ende nicht. Ich werde auch nur die eine Phase wahrscheinlich durchschleifen. Wobei, vielleicht schleifen wir sie alle durch, just for good measure. Am Ende, dieser Zwischenadapter wird nur betrieben bei mir und auch nur unter Aufsicht. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand irgendwie mit in Berührung kommt, ist dann doch eher gering. Wie gesagt, mir geht es nur darum, mal ein paar Dinge zu messen. Na gut, gehen wir mal basteln. Denn ich fürchte, dass das hier so erstmal nichts wert. Das heißt, den zerlegen, den zerlegen, den zerlegen. Eventuell noch ein anderes Kabel suchen, wie gesagt, wenn ich die Phasen alle durchschleifen möchte. Und mal gucken, was wir dann so hinbekommen. Wir können ja hier mit dem schon mal anfangen. Das sollte relativ flott gehen. Ja, für die Perilex-Kupplung also einfach hier den CEE-Stecker ab und dann habe ich ja meine Drähte. Die sind schon im Prinzip so fertig. Für die andere Seite, da habe ich noch ein fünfadriges Kabel gefunden. Das heißt also, das werde ich dann entsprechend an den Stecker, der hier war, dann dran machen. Wichtig dabei, das hier ist Litze. Das heißt also, es besteht aus vielen dünnen Drähtchen, so eine Ader. Und bei Litze, da sollte man zumindest mal, wenn das Gerät, wo man reinschraubt, nicht dafür vorgesehen ist, eine Ader-Endhülse drauf machen. Die schützt dann davor, dass man nicht versehentlich diese kleinen Drähtchen abreißt oder ähnliches. Bisschen ärgerlich hier, das Kabel, was ich an der Eingangsseite habe, hat eine andere Farbkodierung als das an der Ausgangsseite. Mein Kabel für den Stecker, das hat die Farbkodierung grün-gelb für PE, blau für N, dann allerdings schwarz-braun-schwarz. Schwarz-braun-schwarz ist, soweit ich mich entsinne, heute nicht mehr im Standard drin. Heutzutage, da ist der Standard anders, da ist es nämlich braun, schwarz und grau und das ist auch das, was wir auf der Kupplungsseite haben, da ist entsprechend diese Farbgebung dann drin.
Technisch macht es keinen wirklichen Unterschied. Die Farbe ist dem Strom relativ egal, aber es kann halt im Zweifel zu Verwirrung führen. Man sollte bei hier so Drehstromsachen am Ende halt darauf achten, dass die Phase vom Eingang auch am Ausgang an der richtigen Stelle wieder rauskommt. Ansonsten kann sich halt Drehfeld sozusagen die Richtung vom Strom ändern. Wenn man da einen dreiphasigen Motor anschließen würde, der keine Steuerung oder irgendwas nochmal dazwischen hat, könnte es halt passieren, dass der rückwärts dreht oder solche Späße. Und ja, deswegen muss man immer aufpassen, dass man da nicht versehentlich dieses Drehfeld halt umdreht. Für mich, wie gesagt, relativ egal, weil einphasige Last. Aber wenn wir schon Kabel am Eingang und Ausgang richtig haben, dann sollten wir es halt auch durchgehend richtig anklemmen. Am Ende kommen dann beide Kabel, also sowohl die Kupplung als auch der Stecker, einmal hier in meine Verteilerdose rein, die ich hierfür missbrauchen werde als Gerätedose. Am Ende PE und die beiden Außenleiter, die wir nicht benutzen, werden 1:1 durchgeschliffen. Der N wird auch durchgeschliffen. Es gibt allerdings nochmal einen zusätzlichen Abgriff, um unseren Shelly da auch eine N-Verbindung zu geben. Und die Phase, die wir messen wollen, die wird natürlich über den Shelly selber geschliffen. Einfach, dass der das dann auch messen kann. Kleines Problem an der Stelle. Na, ich weiß zwar, dass es eine einphasige Last ist, aber welcher von den Phasen, also Außenleitern, ist denn da angeklemmt? Müssen wir, denke ich, mal vorher gucken, bevor wir hier was falsch anklemmen. Die böse Dose, da versteckt sie sich. Das ist das Perilex, wo der Apparat normalerweise drin ist. So, hier haben wir schon mal den Stecker und den habe ich hier aus dieser Dose rausgezogen, die sich hier versteckt. Wie wir sehen, Perilex, wie vermutet. Und ich hatte ja schon gesagt, das hier ist definitiv einphasig. Das heißt, ich werde jetzt mal hier meine Messstelle holen und einfach gucken, ob ich auf einen von den Phasen Außenleitern irgendwas sehe, was in Richtung Last geht. Oben, wir haben flach, das heißt 16 Ampere und der hier müsste unser Neutral sein, das heißt gegen den messen wir dann mal. Und das war ja auch zu einfach, also zumindest mal resistiv sehe ich nichts hier drauf, auch der Diodentest hat nichts gezeigt. Mal gucken, das Gerät hat einen Motor, ich schätze, dann sitzt am Eingang als Netzfilter ein Kondensator. Ich glaube, da brauche ich ein anderes Multimeter. Dann versuchen wir das hier mit mal, der hat auf jeden Fall einen Kondensatormodus. Praktischerweise wohl nicht so ganz zulässige Messspitzen. Aber wenn sie da sind, dann nehmen wir die auch. So, was haben wir gesagt? Das hier müsste unser N sein. Na, okay, wir nehmen sie vielleicht nicht. Das wird nicht halten, oder? Naja. Okay, die Variante. Wir benutzen die normalen. Machen wir erst noch mal hier einen Test. Vielleicht hat der mehr Chancen. Okay, das hier ist mit Piepen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Das ist schade. Frau Peace of Mind, die anderen alle durchtesten. Nein. Diodentest, was sagt der? Gleichrichter und so. Nix. 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 Und machen wir es noch andersrum. Nix, nix, nix. Oh, gut, Kondensator ist. Dann schauen wir mal, ob wir damit irgendetwas sehen. Hier sehe ich 423 Nanofarad. Hier sehe ich nichts. Und da unten sehe ich auch nichts. Das heißt, wir können sehr sicher sein, dass die oberen beiden das sind. Können wir mal gegentesten. 44 Nanofarad gegen Erde. Das könnte natürlich irgendwas Ableitendes sein. In die andere Richtung. Auch. Okay, die oberen beiden sind's. Was ist oben? Phase 1. Ich glaube, der erste müsste das sein. So oder so, ich weiß jetzt, was ich anklemmen muss. Dann wandern wir mal wieder zurück. Und gerade um sicher zu gehen, nochmal Blick in die Verteilung hier. 4, 5, 6 sind die, die benutzt werden. Einzelabsicherung, das ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist für eine Perilex-Dose. Andererseits einphasige Last dran, von daher egal. Muss das Ganze nur noch funktionieren, also messen wir einmal durch, dass alles an der richtigen Stelle ist. Das hier müsste der N sein. Jo, jo. Das hier ist einer von denen hier. Der hier, oder?
Ach nee, Moment, das ist die geschaltete. Das kommt hier an und geht aktuell noch nicht auf O. Okay, das ist dann die. Nein. Jo, kommst du an der richtigen Stelle raus. Ja, kommst du. Und die letzte Phase kommt hier an, kommt hier an. Sieht auch sauber aus. Das Einzige, was wir noch nicht gemessen haben, ist, ob der Ausgang hier rüber geht und piepen tut's. Gut, ich muss gleich natürlich mal mit einem vernünftigen Messgerät nochmal durchmessen, dass die Schleife und so stimmt, aber es ist jetzt ja eigentlich keine so große Sache. Wir haben hier noch ein paar Kabel verbunden. Greifen tut's auf jeden Fall. Wir haben also definitiv keine zu losen Kontakte. Und ja, hier, wie gesagt, wo auch immer der Deckel ist, ich werde gleich noch ein Warnschild draufkleben, dass das alles klar ist und ja, müsste funktionieren. Und ja, Erde habe ich natürlich auch gemessen. Ich habe dann auch nochmal mit einem etwas höheren Strom die Übergangswiderstände und so weiter gemessen. Also alles, was da rein und raus geht, bis aufs Relais, das konnte ich jetzt natürlich nicht messen ohne Spannung. Aber alles andere an Strecken ist deutlich unter 50 Milliohm. Also ich denke, damit können wir auf jeden Fall leben. Da ist also auch nicht, dass wir irgendwo durch einen höheren Widerstand jetzt da in die Leitung reinbringen. So viel zieht das Ding nicht, das wird vielleicht ein kW sein oder sowas, aber jeder Widerstand ist halt eine Heizung und eine Heizung ist im Zweifelsfall eine Feuerquelle, deswegen muss das nicht sein, aber hier sieht alles grün aus. Heißt also Deckel drauf und das Ganze mal in Betrieb nehmen, also zumindest mal so Stern, kommen wir gleich noch zu, gibt es noch so ein paar Fallstricke. Hab's also mal in die Perilex-Dose gemacht, erstmal ohne Sicherung und dann mit einer Sicherung wieder reingeschaltet. Einfach um sicher zu gehen, dass ich weit weg bin, sollte da doch irgendwie bei meinen ganzen Messungen irgendwas übersehen worden sein. Ich glaub's zwar nicht, aber ja, hat dann auch natürlich funktioniert. Entsprechend Geräte an die andere Ecke und dann können wir uns ja um die Software kümmern, oder? Einen Punkt muss ich noch ansprechen und zwar gibt es hier so ein kleines Gotcha, was nicht ganz so dolle ist. Der Shelly ist nur einphasig. Das ist prinzipiell ja wurscht, weil ich will ja auch nur die eine Phase messen. Aber der hat ja wie gesagt ein Relais drin. Rein technisch wären wir aktuell in der Lage, eine von den Phasen auszuschalten. Das ist eigentlich nichts, was man haben möchte, wie gesagt. Drehfelder, Drehstrommotoren wäre uncool. Für mich ist das jetzt erstmal akzeptabel. Zum einen, das Ding wird nur betrieben, wenn ich da auch in der Nähe bin. Das heißt also mehr oder weniger unter Aufsicht. Ist ja nur zum Messen oder Charakterisieren von dem Gerät, dass ich grob weiß, was das tut. Zum Zweiten, es ist ein einphasiges Gerät. Das heißt also, es kann technisch da nichts kaputt gehen. Und zum Dritten, wir haben ja gesehen, die Absicherung ist auch über einzelne Sicherungen. Das heißt also rein technisch kann da auch einfach mal eine Sicherung fallen und dann fehlt auch eine Phase. Das heißt also, zumindest in der Situation, wo ich das jetzt hier einsetze, bringe ich da kein zusätzliches Risiko in meinen Augen rein. Ich werde natürlich noch hingehen und in der Software den Toggle auf jeden Fall sperren, dass man nicht versehentlich ausschalten kann. Aber im Prinzip Risiko sehr, 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 sehr gering. Wie gesagt, die meisten sind schon da. Das Einzige, was jetzt dazu kommt, naja, wenn irgendwie die Software hängen sollte oder das Relais kaputt geht im Shelly, dann wäre halt die Phase weg, was für mich aber auch keinen Schaden verursacht, weil einphasiges Gerät, dann ist es halt aus. Trotzdem, rein technisch könnte man hier diesen Perilex zwischen Adapter holen und woanders einstecken und das wäre dann im Zweifelsfall eine dreiphasige Last, deswegen Warnschild drauf. Wer Dinge einsteckt, wo groß drauf steht, dass man sie nicht benutzen soll, ohne zu wissen, was man tut, naja, dem ist da wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen und im Zweifelsfall lernt er ja vielleicht durch ein kaputtes Gerät, dass man so Warnhinweise befolgen soll. Ne? Was die Software-Seite angeht, ich hatte diese Shellys ja damals schon mit Tasmota gepatcht, einfach gerade mal aktualisiert auf die aktuellste Version und jetzt habe ich hier auch zumindest mal meine Active Power. Ich glaube, die Reactive und so, die rückt da zumindest per MQTT raus, aber es passt schon. Die Active Power ist erstmal das, was mich interessiert. Wie gesagt, ich wollte aber noch dafür sorgen, dass man nicht aus Versehen ausschalten kann. Und wenn wir hier sehen, ich klicke gerade, da passiert nichts.
Das ist zum Glück eine Funktion, die es fertig gibt, wenn wir mal in die Doku gucken. Dann gibt es da den Befehl Power On State und Power On State 4 ist Turn Relay On and Disable Further Relay Control. Das heißt also, wenn wir reingehen, können wir in die Konsole gehen und hier gibt man einfach dieses Power On State 4 ein. Und wir sehen jetzt hier oben, jedes Mal, wenn ich gedrückt habe, hat er einfach nur Power On gemeldet, weil halt die Kontrolle ausgeschaltet ist. Das ist nicht komplett bulletproof. Das Relais muss in Software erstmal einschalten. Die Software hat nur das Lock, dass man es nicht ausschalten kann. Aber es sollte zumindest verhindern, dass einer hier versehentlich Unfug treibt und das ausschaltet. Aber ansonsten normales Tastenmotor, nicht viel zu sagen. Ja, und ich würde mal sagen, damit ist das Ding dann auch fertig. Im Prinzip keine Raketentechnik, es ist halt ein Shelly irgendwo dazwischen geklemmt. Hier halt nur ein bisschen ungewöhnlicher durch die seltsamen Stecker und halt die Anforderung, dass ich weder Gerät noch Steckdose irgendwie anfassen möchte. Abgesehen davon ist es aber normaler Aufbau, das heißt, die Werte laufen hier ganz regulär in meinen Home Assistant rein. Ich hatte mal einen kurzen Test gemacht, da ist zumindest mal die Last von der Steuerelektronik zu sehen. Den Rest wird die Zeit dann zeigen und genau dafür ist es jetzt ja da. Das wird das nächste Mal, wenn ich das Ding benutze, ich mal so einen Messlauf mitlaufen lassen kann. Und ich kann ja jederzeit das Ding dazwischen stecken, ohne großen Aufwand. Sollte man natürlich nicht übertreiben. Perilex hat wie jede andere Steckdose auch eine gewisse Anzahl von Steckzyklen wahrscheinlich. Aber wenn ich mal so eine Handvoll an Messergebnissen habe und grob weiß, wie sich das Gerät so im üblichen Verlauf verhält, so, dann habe ich da alles, was ich haben wollte. Denn genau dafür habe ich ja hier das Ding gebaut. Und wenn das funktioniert, dann tut es offensichtlich, was es soll.